Wenn man mit Tomatensaft gurgelt, dann hilft das gegen das Coronavirus. Das ist natürlich totaler Bullshit. Tomatensaft hilft gegen das Coronavirus wahrscheinlich genauso gut wie Mayonnaise im Auge, Senf im Schritt oder Franz Kafka lesen gegen Durchfall. Das ist totaler Quatsch. Und woran erkennt man, dass das nicht stimmt? Na, einerseits habe ich es ja gerade gesagt und andererseits habe ich das jetzt hier ein bisschen lax formuliert. Nun das Ganze mal seriöser. Man weiß ja schon lange, dass Tomatensaft super gesund ist, weil er unter anderem Säuren im Körper bindet. Und ein Freund von mir ist in der Krebsforschung an der Charité und die hantieren da schon seit langer Zeit mit einem Tomatenextrakt gegen alle möglichen Krankheiten herum. Und gestern hat er mir erzählt, dass die auch gegen das Coronavirus forschen und festgestellt haben, dass die Gefahr einer Ansteckung durch die Stoffe, die in diesem Tomatenextrakt sind, vermieden werden können. Das hört sich natürlich total dämlich an, ist aber so. Das steht in direktem Zusammenhang. So, das war jetzt schon etwas seriöser, ist aber immer noch der gleiche Mist. Völlig dummes Zeug, nur seriös verpackt. Und weil da jetzt auch die Worte drin waren wie man weiß ja schon lange und ein Freund von mir ist in der Krebsforschung, ist man halt schneller geneigt, diesen Dreck zu glauben und dann schickt man sowas schnell auch mal weiter. Und nun das Ganze nochmal eine Spur seriöser und mit dem Klang, also mit dem Anschein, es wäre eine offizielle Meldung, die durchgesickert wäre. Hi Tom, der Jan hier, na? Wie sieht's aus in deiner geschlossenen Stadt? Du hattest doch gefragt wegen der Forschungsergebnisse bei uns. Also, pass auf, das ist jetzt aber nur für dich. Schick das bitte nicht raus, auf keinen Fall. Das ist der Hammer. Ich bin jetzt gerade nur mal kurz raus. Also, wir arbeiten ja zusammen mit dem Robert-Koch-Institut und ich arbeite zwar in einer anderen Abteilung, aber mein direkter Vorgesetzter ist ja auch der Pressesprecher vom Robert-Koch-Institut und der hat mir gerade erzählt, wenn die wüssten, dass der Tomatensaft reicht, die Pharmaindustrie würde auf die Barrikaden gehen. Das darf nie rauskommen. Es gibt nämlich Orte in Italien, das musst du dir mal vorstellen, da ist man durch Zufall drauf gekommen. Es gibt nämlich Orte in Italien, die sind Corona-frei. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das liegt nur an den verdammten Tomaten. Das ist eine bestimmte Sorte Tomaten, die wird genau da angebaut. Das ist der Hammer, oder? So, ich muss wieder rein. Wenn es was Neues gibt, melde ich mich heute Abend nochmal. Also bis dahin, viel Tomatensaft trinken und Hände waschen. Ciao, bis später. Auch das ist immer noch der gleiche Mist. Alles falsche Angaben, alles erlogen. Totaler Nonsens. Nur eben seriös dargestellt als Information, die jetzt von offizieller Stelle durchgesickert ist. Und darum geht's hier. Fake News zum Coronavirus. Das Virus hat im Moment die ganze Welt im Griff oder zumindest deren Bewohner. Und die ganze Situation, so wie sie jetzt ist, löst in allen Menschen Ängste aus. Und es ist nicht mal die Angst vom Virus selbst, sondern eher die Angst, was es jetzt aus unserem Leben macht. Und diese Angst macht uns leichtgläubig und anfällig gegen Fake News. Und das nutzen manche andere Menschen aus. Die setzen quasi die Angst der Bevölkerung als Waffe gegen die Bevölkerung ein. Also die nutzen eure Angst gegen euch selbst. Die Beweggründe, warum einige Menschen jetzt meist über die sozialen Medien allen möglichen Dreck verbreiten, sind vielfältig. Profitgier, Rufmord, manche finden das einfach nur witzig. Der Hauptgrund aber ist, weil sie keine Konsequenzen fürchten müssen. Denn diese Menschen sind und bleiben in den sozialen Medien immer anonym. Was aber passiert, wenn ihr eine Nachricht bekommt, die euch verunsichert und die ihr dann ungeprüft sofort weiterleitet an den Nächsten, den sie verunsichert und auch der sie dann ungeprüft weiterleitet und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr streut dann einfach nur eine ungeprüfte Nachricht. Und das gilt für alle Arten von Nachrichten, die an euch weitergeleitet werden. Macht das nicht. Wartet erstmal ab, bevor ihr so eine Nachricht blind und ungeprüft weiterleitet. Und fragt euch, wer hat euch das geschickt? Kennt der sich aus mit dem, was da behauptet wird? Oder hat er das auch nur weitergeleitet? Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann geht ins Internet und prüft diese Aussagen nach. Und dann lasst im Zweifelsfall diese Nachricht wirklich auf eurem Telefon enden. Die meisten Nachrichten dieser Art kommen in Textform oder als gesprochene Botschaft via Voicemail. Und sie alle haben eins gemeinsam. Der ursprüngliche Herausgeber ist nie und nicht mehr nachzuvollziehen. Auch wenn da behauptet wird, dass da ein Fachmann oder ein Experte spricht oder schreibt. Ihr kennt den Verfasser der Nachricht nicht. Ihr kennt nur den, der euch das weitergeleitet hat.
Und auch der kennt den eigentlichen Verfasser der Nachricht nicht. Wenn ihr irgendeine Nachricht bekommt, abwarten, nicht direkt weiterschicken, sondern im Internet nachschauen. Wie viel Substanz hat diese Botschaft? Journalisten sagen dazu, prüfe deine Quellen. Ja, es ist ein Virus. Ja, wir kennen uns damit nicht aus. Und ja, eine Situation wie diese hatten wir in dieser Art, in diesem Ausmaß noch nicht. Und das verunsichert viele Menschen. Aber denkt daran, es gibt ganz viele Menschen, die daraus ein böses Spiel mit euren Ängsten und euren Hoffnungen machen. Und da sind die Tore bei den meisten Menschen gerade ganz weit auf. Darum prüft alle Informationen auf ihre Richtigkeit, bevor ihr sie weiterleitet. Egal, von wem ihr sie bekommen habt. Prüft eure Quellen. Und warum ich diesen Beitrag hier mache? Ganz einfach, weil ich ständig solche Fake News aus den sozialen Medien bekomme und auch ich Leute kenne, die alle, auch die hanebüchsten Nachrichten, sofort ungeprüft weiterschicken. Und das ist falsch. Es wird eine Zeit geben nach Corona und bis dahin bleibt ruhig, passt auf euch auf, wascht euch die Hände, behaltet die Ruhe und seid nett zu euren Nachbarn. Und wenn ihr meint, dass ihr schon ganz gut für euch sorgen könnt und wenn ihr noch ein bisschen Energie übrig habt, dann nutzt diese Ressource und helft denen, die Hilfe brauchen. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.